Und wunderschönen guten Abend. Wir gewinnen mit 30-24 gegen den Dessau-Roßlauer HV. Sehr, sehr gut, ein sehr, sehr gutes Zeichen nach der Niederlage gegen Ferndorf. Ein Sieg in Dessau, hervorragend. Und darüber möchte ich natürlich heute wieder sprechen, weil hey, wie war das Spiel? Und zwar habe ich heute mir was überlegt. Wollen wir Jan Kleinadam, den Verletzten, einmal dazu holen, der hier in Hamburg geblieben ist. Und Finn Wohlenweber, der hervorragend losgelegt hat, ganz am Anfang. Am Ende mit 6 Toren. Wenn ihr Fragen habt, dann wie immer, schreibt sich hier rein und wir greifen das Ganze auf. So, jetzt müssen Jan und Finn nur einmal hier die Anfrage stellen. So lange warte ich und kann schon mal auf eure Fragen theoretisch eingehen. Jan ist schon da, hervorragend. Hey, Grüße. Guten Abend. Na? Guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Gut. Nach dem Spiel super. Ey. Ja, hey. Hallo Hallo. Männer. Na? Grüß Daniel. euch, Glückwunsch, Stulle, Glückwunsch. Danke, danke. Glücklich Überragendes gemacht. Spiel. Danke. Überragendes Spiel heute. Hast du ja ordentlich losgelegt. Hat funktioniert. Ja, ne? Natürlich immer die allererste Frage. Magst du einmal das Spiel kurz für uns zusammenfassen, für die, die es nicht gesehen haben? Klar, ja, Dessau auf jeden Fall eine umkämpfte erste Halbzeit. Ich finde, Dessau hat einen sehr guten Angriff gespielt, immer den Ball laufen lassen, sehr flexibel im Angriff, sehr wendig auch, die ganzen Spieler von denen. Und von daher war es, ja, bis zur ersten Halbzeit, zwar hatten wir mit viel geführt, aber trotzdem war es relativ ausgeglichen, finde ich. Und ja, in der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht schon früher ein bisschen höher in Führung gehen können, hatten aber so ein paar Chancen liegen gelassen. Und sind dann erst, ich glaube, Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr weggezogen auf 6, 7 Tore und konnten das dann ja über die Zeit bringen. Am Ende nicht ausbauen leider, aber konnten es ja mit 6 Toren letztendlich dann gewinnen. Ja. Clay, was sagst du dazu? Ich stimme dem in vollem Umfang zu. Ich muss sagen, ich war in der Anfangsphase relativ beruhigt, dass Stulli da so abgeschrotet hat. Das gibt mir immer ein Gefühl. Mich auch, ey. Ja, als Mittelmann, da fühlt man sich relativ wohl, wenn da halt jemand daneben steht, der halt relativ einfache Tore macht. Ich glaube, es hätte sogar in der ersten Halbzeit ja auch echt schon früher sein können, dass wir ein bisschen wegziehen, weil wir schon, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Gegenstöße nicht getroffen. Ja, Ähm, dadurch hätte es gar nicht so knapp sein müssen in der ersten Halbzeit. Aber sind ja dann auch weggezogen und hier der Ambrosius hat auch echt gute Dinger gehalten. Der hatte ja auch schon ein paar Spiele dieses Jahr, wo er halt mit 20 Paraden das Tor zugenagelt hat. Und wenn das heute eingetreten wäre, dann wäre es nochmal ein anderer Schnack gewesen. Und da haben wir dann die Dinger so reingemacht. Und dadurch war es dann einigermaßen angenehm, die zweite Halbzeit noch zu gucken. Für die Gefühle und für den Impuls. Wo war Axmann heute? Kommt von Birgit hier. Ja, wo war Axmann heute? Hat nicht gespielt wahrscheinlich. Der hat sich im Training eine Verletzung zugezogen. Was es genau ist, weiß man jetzt noch nicht, aber konnte dementsprechend heute leider nicht teilnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle, gute Besserung Liebe natürlich auch. Grüße. Und ja, hoffentlich ist er bald wieder auf der Platte. Ja. Live hat in der ersten Halbzeit noch gar nicht so losgelegt und in der zweiten, ich glaube, er hat 8 Tore gemacht insgesamt, 5 Assists und 3 Steals. Auch ganz, ganz wichtig zum Schluss, oder? Dass der da nochmal ein paar abgefangen hat. Oder? Absolut. Also gerade die abgefangenen Bälle waren wichtig, um einfach ein paar einfache Tore zu erzielen, wo dann den Konter gelaufen ist und auf Tizi dann rüber gespielt hat. Von daher, die waren sehr, sehr wichtig, auch die Assists natürlich. Und dadurch, dass ich dann ja auch Mann genommen wurde noch am Ende, oder der ein Spieler von uns halt Mann genommen wurde, hatten wir natürlich auch ein bisschen mehr Platz. So konnte Live natürlich auch schön 1 gegen 1 gehen und entweder selber oder seine Mitspieler in Szene setzen. Und das war natürlich für uns auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, voll. Jetzt kommt hier die Frage, Clay, kannst du diese Saison noch mal spielen? Ich war ja vor 1,5 Wochen relativ optimistisch. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so, um ehrlich zu sein.
gucken. Also ich würde es mitnehmen, aber wenn nicht, dann nicht. Aber wir haben ja einen breiten Kader und es wäre mir im Endeffekt auch relativ egal, um ehrlich zu sein, wenn wir das trotzdem durchziehen. Ja. Weil ich glaube, jetzt wichtiger Also auf ich jeden Fall. vermisse dich, muss ich mal kurz sagen. Danke. Ja, da Aber es ist, ist. ehrlich gesagt, würde ich, Hauptsache, wir kommen durch. So, ist egal. Gibt Okay. Wichtigeres. Aber Clay ist ja auch einer, auch ein wichtiger für die Truppe, oder, Studi? Wichtig. Absolut. Also der bringt immer einen guten Spruch mit und ja, ich vermisse ihn auch im Feld, also oder auch beim Aufwärmen oder wo auch immer in der Kabine. Da ja, wenn ich ihn ansehe, bringt es mir immer ein kleines Schmunzeln ins Gesicht. Von daher, Ja, er fehlt. das ist, der fehlt. Deswegen. Ja. Ja. Ja, gut. Claire, hast du noch eine Frage an Stulle jetzt hier? So eine ganz verrückte. Nee, ganz verrückt Ich nicht. habe hab noch eine Frage. Erzähl. Ich habe, ja, frag du erstmal. Na, Ich habe. ich hab nur so eine, ich hab nur eine Durchschnittsfrage. Mach du zuerst. Du musst das Ding anleiten. Ja. Was ist meine Frage? Was ist meine Frage? Was ist meine Frage? Doch, ich habe eine gute Frage. Ich hab meinen Eltern das Spiel geguckt. Ich bin in Elmshorn, auch wenn niemand gefragt hat. Entschuldigung, wann gehst du? Zitat von meiner Mutter. Guter Wurf, aber geh da mal wieder zum Friseur. So. Sind meine Haare zu lang Oh, oder wie? Entschuldigung, ist es die Frage? Ja, Da du muss ich kannst ja mal gut wieder. schmeißen, aber zum Friseur musst du wieder, ja. Da muss ich vielleicht aber meine Mutter mal wieder anhauen, weil meine Mutter ist meine Friseurin, muss ich zugeben. Meinst du, unsere Mütter wollen, die sollen sich sonst mal connecten? Dass Oder meine so, Mutter ja. deiner Mutter einfach sagt, dass es Genau. einfach mal mit deinen Haaren mal in den Griff bekommen wird. Dein Aber Sohn das ist braucht jetzt nicht einfach mal meine wieder einen Meinung. Haarschnitt. Kann sie ja mal unverbindlich einfach mal vermitteln. Einmal locker hinwerfen, die Aussage, und gucken, was dabei rauskommt. Ja. Oder vielleicht auch gleich mal wieder die Spitzen schneiden, oder? Ja, aber das kriege ich okay. auch hin, muss ich sagen. Also ich mache das auch gern. Ja, sehr Ja, gut. lass niemand an meine Haare. So. Niemanden? Erstmal, ja. So, Jari, jetzt kommt deine durchschnittliche Ja, Frage. weiter im Text. Was war mit Forsti, ist die Frage. Hier auch. Forsti ist immer noch verletzt, glaube ich. Ne? Wie auch im Genau. letzten Spiel. Konnte auch nicht mittrainieren, dementsprechend auch nicht spielen natürlich. Ja. Und wir hoffen, dass es zum nächsten Spiel wieder reicht. Genau, Forsti ist verletzt. Absolut. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, aber ich habe sonst noch eine Frage, eine letzte. Stulle, was war deine Szene des Spiels? Meine Szene des Spiels. Also nicht nur von dir, sondern es kann auch von einem anderen gewesen sein, aber so, die, wo du sagtest, oh, das war cool. Schwierig, aber vielleicht der freie Wurf aufs Tor von Lukas über drei Leute rüber irgendwie gefühlt. Das war, glaube ich, so letztendlich der Schlusspunkt. Da war das Spiel entschieden, würde ich sagen. Das war vielleicht so der Knackpunkt und meine Szene des Spiels, auch wenn es schwierig ist, eine rauszusuchen, aber würde ich jetzt mal sagen. Sehr gut. Bei dir, Clay? Meine Szene des Spiels, die hat jetzt nichts mit dem Erfolg des Spiels zu tun, war, als Dumdum 2 Minuten bekommen hat, das nicht ganz verstehen wollte und dann von Lukas und Hausi nacheinander so rausgedrückt wurde. Und ich fand es ziemlich lustig, dass halt so ein 2,10 Meter-Typ, der sich gerade so ein bisschen aufregt und so vom Schiedsrichter steht, halt so von Lukas und Hausi rausgedrückt wird. Aber das war jetzt Ja. so war jetzt nicht so wichtig für den Spielverlauf, aber Aber eine gute glaube Szene. ziemlich lustig, weil Dumm halt auch nicht so leicht wegzuschieben ist. Und Lukas halt Nicht nicht so, unbedingt. geh jetzt raus und dann geht Dumm natürlich wieder halt raus, geht so. War lustig, tatsächlich. Ja, es geht. Hier kommt eine Frage von Franco nochmal. Glaubt ihr in Klammern wieder an den Aufstieg? Ob wir daran glauben, also wir werden alles dafür tun, die letzten Spiele zu gewinnen. Und was am Ende dabei rumkommt, wird man dann sehen. Aber wir werden die letzten 6 Spiele jetzt ja alles reinhauen und versuchen unser, ich glaube, wir sind ja jetzt wieder Tabellenspitze, werden wir versuchen zu verteidigen. Von daher werden wir da alles reinhauen. Sehr gut. Und hier, Odette schreibt oder fragt, freut ihr euch auch schon so auf Freitag? Freitag, Ja, Frankfurt Cup absolut. Arena Spiel. Also, ich freue mich mega, muss ich sagen. Und du, Clay, auch. Nur Geil, geil, Einlauf, halt am ne? Sitz. Ich muss ehrlich sagen, als Verletzter wird das, glaube ich, einer der ersten Momente sein, wo ich ein bisschen sogar wirklich frustriert bin. Also, es ist egal, weil es ist Hauptsache, es passiert. Aber so, wenn bei so einem Heimspiel, weil dann wieder Fans da sind, ich glaube, dann werde ich so ein bisschen wehmütig. Aber es ist.
auch wieder völlig egal, weil Hauptsache wir gewinnen. Und ob ich dann auf der Tribüne oder Bank wehmütig bin, ist auch egal. Ja. So, Männer, ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. Wir haben nur noch 10 Minuten, bevor wir los müssen. Oh, ich muss noch, ja, schön. Man sehen kann nochmal den Dusche. Von daher, schönen Abend euch beiden noch und lieben Gruß nach Hamburg an alle, die hier zuschauen. Und ich freue mich auf nächsten Freitag. Von daher, bis dann. Und wir gehen nochmal Danke dir, Schlaf. Danke dir, Stulli. Danke. Tschüss, werde ich machen. Tschüssi. Grüße. Ja, Ehrenstulle, ne? Der hier nochmal kurz reingeduscht hat. Ehrenstulle, ja. Ja. Aber Jan, auch sehr schön, dass du hier mit am Start warst. Also, tschüss, ja. Freue mich, ja. Bitte? Ja, freut mich, dass ich hier sein durfte. Freue mich, dass wir gewonnen haben. Hier kommt noch eine Frage. Mein Sohn hat am Freitag ein Probetraining in Hamburg bei der U17. Wir sind alle sehr aufgeregt. Bitte Daumen drücken, dass alles klappt. Okay, war keine Frage, aber eine Aussage. Ja, dann drücken wir ganz doll die Daumen. Toll, toll. Würde ich nicht sagen. Aufgeregt sein. Ist auch nur Handball. Das ist das, was du jemandem raten würdest? Es ist nur Handball? Ja, Helfen tut es eh nichts. Einfach das machen, was er kann, und dann wird's schon. Ja. Daumen sind gedrückt. Clay, dann vielen Dank. Bleibt alle weiterhin gesund. Bis Freitag an manche und an die anderen. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüssi, vielen Dank. So, Leute. Das war wieder, hey, wie war das Spiel? Heute mit zwei Leuten. Sagt doch mal, wie ihr das fandet. Schreibt das gerne mal rein oder schreibt es uns per Direktmessage. Und sonst wünsche ich euch allen natürlich ganz viel Freude mit diesen 2 Punkten, die wir heute geholt haben. Und bleibt alle gesund, wie immer. Da drücken wir auch alle die Daumen. Und ja, wir sehen uns Freitag. Habt noch einen schönen freien Tag morgen. Und dann hören wir uns. Mach ich, Hardy, mach ich. Tschüss.